Beim Bankdrücken kriegt man viel Kraft, aber nicht so viel Muskel. Nimm einfach das Gewicht in der Hand und drück die Truppe. Johannes hat vorher ein paar Purzelbäume geschlagen. Alter, was machst du da, Birk? Jetzt mal ohne Witz. Ich habe so 6 oder so gemacht. Ach, hör auf. Ist wirklich wahr. Haut euch das Zeug rein. Und da war ich dein Geschlechtsteil noch nie. Ja, das hängt normalerweise auch da unten. Yo! Pam, los, let's go. 1, 2, ab. Ich mache sie alle, und zwar bis zum Ende. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Das hier ist die Legende. Kampfrichter, Bodybuilder, Urgestein. Ich weiß, es ist immer unangenehm, wenn einen jemand Legende nennt, aber du bist ja schon etabliert auf meinem Kanal. Ihr habt euch ein Trainingsvideo gewünscht. Jetzt bekommt er eins. Heute Brusttraining. Und wir beginnen doch tatsächlich mit Bankdrücken. Ihr kennt deine Trainingsphilosophie, ist so schwer und falsch. Aber bevor du schwer und falsch machst, machst du immer 20, 20, 20, bis du dann irgendwann bei einem schweren Satz ankommst. Und wie schwer das heute sein wird, das werden wir sehen. Da wird nichts mehr. Der ist ein alter Mann. Ich glaube, in 140 müsstest du aber noch deine Serien machen, oder? Naja, das ist doch selbstverständlich. Wie alt bist du jetzt, Birk? Sei ehrlich. Ja, genug. Uiuiui. Aber wir können das ruhig ein bisschen höher stellen. Das stimmt schon. Wenn ich es draußen habe, kannst du das mal machen. Ja. Johannes hat vorher ein paar Purzelbäume geschlagen. Ja. Das mache ich hier am Gerät. Oh, ich kriege nicht rein, Birk. Mann, guck mal, ob das auf deine Höhe ist. Nee, ist zu hoch. Viel zu hoch. Immer noch zu hoch. Oh, du bist ein Knirps. Das hab ich doch gar nicht viel höher gestellt, ey. Doch, ja, doch. Ein. Eins höher. Der schreibt, der bleibt. Du brauchst doch noch nichts aufschreiben, hast du noch nicht gemacht. Du musst den Tag hier dokumentieren. Brust. Du, kann ich deinen Handtuch mit voll schwitzen, oder? Ja, schwitze. Gut. Ja, der schreibt, der bleibt. Ich habe mich spezifisch fürs Bankdrücken warm gemacht, mit meinen Purzelbäumen, wie er sie bezeichnet hat. Birk macht sich halt mit Bankdrücken fürs Bankdrücken warm. Ja. Beides führt ans Ziel, aber spezifisch ist schlauer. Aber ich hätte wahrscheinlich ein paar Purzelbäume früher schlagen sollen. Dann würden mir nicht die Gelenke so wehtun. Ja, siehst du, so siehste? Nämlich. Siehst du? Alter, was machst du da, Birk? Jetzt mal ohne Witz. Alter, Füße hoch, Nummer 1. Nummer 2, Suicide Grip. Er nimmt den Daumen nicht rum. Dann hat er zwischenzeitlich nicht mal die Brust berührt. Die Ellbogen sind ganz weit außen. Also eigentlich macht Birk alles falsch, was man falsch machen kann. Sorry, Birk. Ich habe letztens auf Instagram sogar ein Reel gemacht. Was man beim Bankdrücken nicht machen sollte. Was man nicht machen sollte. Das ist Ergebnis. Nein, so eine Steigung machen wir nicht. Was denn? Wir machen hier 20 auf, wenn dann... Wenn man mit den älteren Herrschaften zusammen trainiert, dann, ne? Gemächlich. Wie ist das so, auf der anderen Seite jetzt mal zu stehen? Der Jüngere zu sein, das ist auch immer schön. Jetzt kann das auf jeden Fall. Ich schreibe schon mal 140 hin, mal sehen, ob ich schaffe. Das ist aber sehr zuversichtlich. Ernsthaft, sowas mache ich nie. Erst aufschreiben und dann noch nicht gemacht. Gar nicht. Ich natürlich schreibe ich. Ich schreibe es in mein Handy. Kann ich dir gerne zeigen. Also. Johannes ist noch New School. Ich schreibe noch mit dem Stift. Ich kann noch schreiben. Johannes trainiert ja schnell. Ich bin ja nicht so ein Schnelltrainierer. In anderen Situationen auch nicht so schnell. Okay. Der hat ein bisschen lange gedauert, aber gut. So macht man es nicht. Kann ja einen Spaß machen und ein bisschen außer Balance bringen. Hast du vielleicht noch reaktives Training für den Rumpf? Können wir jetzt 100 Kilo machen oder brauchst du einen mit 80? Na, du musst ja erstmal machen. Ich habe doch schon gemacht mit 80. Okay, na, dann 60 wieder rausgespart. Aber wir lassen mal ein bisschen länger Pause. Du musst wieder atmen können. Birk, ist das deine Lieblingsübung? Ach, beim Bankdrücken kriegt man viel Kraft, aber nicht so viel Muskel. Das ist nicht die klassische Bodybuilding-Übung. Schrägbankdrücken ist da besser. Oder Kurzhanteldrücken. Herzlich willkommen auf dem Bros Hands Kanal von Johannes Lukas. Auf dem was?
Die Bro-Science-Kanal. Bro-Science? Bro-Science, das ist so, das sind Erfahrungswerte, die man hat, aber die sich wissenschaftlich keine logischen... Also doch, da gibt es nämlich wissenschaftliche Messungsstudien dazu. Mhm. Aber du, ich bin kein... Wissenschaftler. Und auch kein Wissenschaftler. Wenn die Leute alle mehr machen würden, weniger quatschen und sich weniger mit diesen ganzen wissenschaftlichen Hokuspokus beschäftigen würden und irgendwelche schlauen Wörter an die Gegend rumschmeißen, dann würden die auch Muskeln kriegen. Ja, ich denke, für den großen Teil der Menschen stimmt das. Es liegt, der Erfolg liegt im Tun. Ne? Ja. Aber die Leute, die motiviert sind und die schon tun, guck, die können Spiegel. Das ja auch optimieren. Die gucken in den Spiegel. Bessere Motivation gibt es nicht. Ja. Ich hatte einen Jugendtrainer, den hätte ich manchmal an der Wand schmieren können. Der hat dich richtig durchgepeitscht, ne? Ja, aber ja. Aber gut, was soll's. Ich hab's überlebt. Mal sehen, ob ich das Bankdrücken heute überlebe. Erstmal schon mal abgesetzt. Die Beine sind immer noch nicht auf dem Boden. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ist doch behämmert. 15! Ah, bei 100 ist nur 15. Nur 15. Ja, Alter kommt durch. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal Brustbankdrücken gemacht habe. Wie viele Monate ist es her? Das können wir mal suchen. Das letzte Trainingsvideo mit euch beiden ist ein Jahr her. Bestimmt. Locker. Aber Bankdrücken? Schrägbank. Birk trainiert die Muskeln auch nur einmal die Woche. Ab so einem gewissen Alter reicht das auch aus, da will man nur noch Level halten. Ich lass dich mal suchen, ich mach jetzt mal schon mal einen Satz. Mach mal. Oh! Flacher Pettdeck. Ach, ich glaube. Ach, die Scheiße, Alter. Ist das schwer. Ach, du Scheiße. Junge. Ach, du lieber, ich dir das so. Um Gottes Willen. Jetzt tust du doch wieder heiß weg. Also, ich glaube, dieses Jahr habe ich noch. Kein Bankdrücken gemacht. Kein Bankdrücken gemacht. Also, ich wäre mit deinem Handy schneller durch gewesen. Ja, kannst du ja. Junge. Doch! Oh. Zeig! Hier am 3. Juni! Am 3. Juni, da habe ich mit 160 drei Stück gemacht. Das schafft Johannes auch. Das schaffe ich auch gerade so, aber. Der, wo so sein. Der, wo so sein, ja. Ja, er wiegt ja 20 Kilo mehr. Ja. Und ist 18 Jahre jünger. Und, das kommt noch dazu. Ja. Und Johannes hat nachher auch einen Booster drin. Rain Booster. Ja, stimmt. Und ohne dazu. Ich nehme Koffein vom Training durchaus. Und übrigens, ne, wenn wir gerade bei Booster sind, ab Samstag, also ab morgen, gibt es den Crank Pump Pro wieder für alle Fans, Leute. Der ultimativ, der geilste Booster aller Zeiten. Also der ist so, da ist alles drin, was du brauchst. Ne? Und wenn du das Training trinke ich sowieso eher Ass, ne? Von ESN. Ihr wisst ja, ich habe meinen Sponsor Fitmart mit meinem Code Johannes. Könnt ihr mich supporten und immer den besten Deal bekommen. Und mal gucken, was der alte Mann da mit 120 Kilo macht. Komm! Haut euch das Zeug rein. Das ist die Message. Alter, fuck. Ja, aber Proteins nimmst du doch auch. Protein, genau. Ja, oder ein bisschen Kreatin nimmst du auch, oder nicht? Ja, ja, klar. Aber ich muss ehrlich sein, ich habe schon ewig nicht mehr genommen. Dieses Jahr habe ich vielleicht 3-4 Eiweißshakes genommen. Ja gut, aber du isst ja in deiner Ernährung komplett. Du machst alles über die Ernährung, ne? Ernährung. Aber was die Leute wissen wollen ist, was ist dein Lieblingssupplement? Mein Lieblingssupplement, Whey-Protein. Okay, siehst du. Whey-Protein, ja. Whey-Protein und Glutamin. Glutamin, oha, dann sind wir bei Bro-Science. Übrigens, wo ich gerade dabei bin. Whey-Protein, die Proben, kriegt ja auch ordentlich Prozente. Schaut mal auf der Fitmart-Seite oder abonniert mich bei Instagram. Ich sage euch immer, was die geilsten Deals sind. Ne? Ist unten in der Beschreibung. Wirkt der Code ist Johannes. Code ist Johannes? Ist ja, der, kannst du nachher anschließen? Nein, gebe ich dir nicht. Aber ich bringe dir mal auf jeden Fall eine Dose mit. Wilker Kumpel. Ich hab was da vorne stehen. Ich nehme mir das, was da vorne steht. Wie fast viel macht jetzt? Ich habe so 6 oder so gemacht, war scheiße. Ach, hör auf. Ist wirklich wahr, ja. Es war wirklich schwer. Echt? Ja. Das wird ja bei mir bestimmt genauso schwer sein. Na, fette Titten hast du ja auf jeden Fall. Komm.
Ja. Oh, ist das schön. Aber jetzt hat er die Füße auf dem Boden, Leute. Die Energie aus dem Boden ziehen. Spürst du die Energie, Birk? Spürst du sie? Ja, wieso? Wieso? Deswegen hast du jetzt doch aufgehört. Wie waren es? 8 oder 10? Ja, 8 waren es. Scheiße, wa? Ja. Du musst heute mit der Schwerkraft heute nicht hin, Alter. Heute ist es schwer. Nächste. Ja, 140 jetzt, ne? 40. Ich glaube, es wird dann so Arbeitssatz. Scheißendreck. Holy shit, ich habe hier auf der Bank auch schon 170, 7 oder 8 Wiederholungen gemacht. Ganz easy. Vor 3 Jahren, glaube ich, hier. Da war ich sogar noch leichter als jetzt. Leck mich doch am Arsch. Irgendwas läuft hier falsch, ohne Scheiß. Ich habe das Gefühl, irgendwie ab 40 ist es irgendwie ein bisschen anders. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie es ab 50 ist. Erzähl. Scheiße. Ist scheiße. Ja. Beim letzten Training mit 130 Kilo in der Schrägbank 8 bis 10 Wiederholungen gemacht. Oh ja. Alter. Und jetzt sind es 140 in der Flachbank. Oh, das fühlt sich komisch an, Birk. So nah war ich dein Geschlechtsteil noch nie. Ja, das hängt normalerweise auch da unten. Oh mein Gott. Auf der Höhe. Okay, 1, Augen zu und durch. 2, up. Oh mein Gott! Oh! Boom! Stark? Nee, stark wären 20 Wiederholungen gewesen. Bill guckt Emma an. Emma guckt Bill an. Ja, bah! Willst du Hilfe? Nein. Gar nicht. Nur wenn ich abkacke. Okay. Let's see. Also, nach 2 Wiederholungen. Puh. Erster richtige Satz jetzt. Komm durch. Jump! 1. Jump! 2. 3. Push. Okay, come on. 5. Stabil. Okay, holst du dir. Push 6. Yep. Yep, prima. Gut. Jump! Hui! Heilige. Alter Mann, scheiß weg. 5 plus 1. Ich schreibe auch mal plus 1. Wenn ich mit Hilfe gemacht habe, schreibe ich immer plus 1, genau. Ja. Macht ja auch Sinn, ne? Macht Sinn. Das heißt API 11 jetzt quasi. Also die letzte war API 11. Weißt du, was API ist? Nee, sagt er mir gleich. Ich hoffe, für Sie exhaust. Also, oder RIA gibt es auch noch. Okay. Also Reps in Reserve, wie viel Wiederholung man Platz hat. Okay. Da bin ich mal gespannt, was du im zweiten Satz noch schaffst. Ah, vielleicht 3er? 2er, 3er? Ja, weil der war intensiv. Und ich mache jetzt auch noch mal einen. Na, denn, und dann will ich mal von dir wissen, wie das mit der Motivation steht, wenn man keine Wettkämpfe mehr macht. Ne? Ich bin jetzt auch in der Situation so. Ne? Wie ihr vielleicht im letzten Video gesehen habt, hebst du nochmal mit raus. Ich heb dir nochmal mit raus. Alter Mann. Ja. Ich will das auch. Das ist schön, wenn man das mal sagt. Fühlt sich das eigentlich kacke an, wenn ich das sage? Gar nicht. Nee? Ich bin ja alter Mann. Ich kicke in den Spiegel und weiß ja, wer ich bin. Ja, bei mir ist es komisch manchmal, wenn meine Jungs sind so wie. So, das ist manchmal. Obwohl. Ja, aber du hast ja. Komm, sind ja alle 20 Jahre jünger wie. Ja, gut, deswegen. Ja. Weil du immer nur mit den Kindern abhängst hier. Okay, ready? Pam, los, let's go. 1, 2, ab. Jawohl. Yep. Besser als vorher, Alter. Boom! Läuft! Die langen Pausen machen sich bezahlt. Ich hatte 5 Minuten Pause. 5 richtig Minuten. Gut. 5 Minuten, Mann. Echt? Ja. Wie motivierst du dich? Was motiviert dich? Mit über 50, so was motiviert dich überhaupt noch zu trainieren? Ganz ehrlich. Was? Ja. Motiviert mich zum Training? Na, dass wenn ich nicht trainieren würde, ich wahrscheinlich nicht mehr aus dem Bett komme. Ja. Ja, das ist so drinne. Das ist so wie Haare kämpfen, Zähne putzen. Ja. Gehört dazu, du vor allem hast du auch ein eigenes Gym. Es macht ja Spaß. Es ist ja nicht so, der Spaß motiviert mich. Und die Routine, also es bekommt dir ja auch gut, oder? Ich meine, du machst nochmal Cardio morgens. Und. Natürlich, wenn die Leute auf ihn zukommen, da siehst du ja gut aus. Wie alt bist du? Was? So alt bist du? Nein, glaube ich dir nicht. Ja, ja. Das tut schon gut. Da ist es motiviert. Du hast alles richtig gemacht. Aber es ist aber eh nur die Frisur und die Hautfarbe. Nur die Frisur. Ja, das kann sein. Bei mir ist es andersrum. Die Leute immer sagen, was?
Ich dachte, du wärst 50. So, halt dein Maul, Alter. Ah. So. 140 Kilo nochmal, du hast gesagt 3, ich sag 5 auf jeden Fall. 4 ist safe, 5 ist es schwer. Komm, mit Arsch zusammenkneifen. Gut, versuchen wir es nochmal. Den Arsch musst du ja eh zusammenkneifen, weil der wird ja angespannt beim Bankdrücken, damit dein unterer Rücken entlastet ist, nicht wahr? Ja, ja. Ja, siehst ja, du? Ja. So. Ich nehme einfach das Gewicht in der Hand und drücke das hoch, fertig. Ready when you are. Yes. Yes. Komm nicht zu langsam runter. 2, push, jawohl, rüber. 3, Schub, jawohl. 4, come on. 5, jawohl. Easy. Ich denke, das reicht, ha? Sehr gut. Das war vernünftig, Birk, Junge. Ja. Als aber Opi. 5 Dinger am Kasten. Als Opi. Als Opi. Willst du nochmal? Ich mache noch einen dritten Satz. Ich mache noch meine 8, 9 Stück, dann habe ich 3 Arbeitssätze. Ich mache noch einen dritten mit 100. Oh, da bin ich du gespannt. Machst einen Back-Off? Er macht einen Back-Off-Set. Das ist aber schon Science-Based, Alter. Science, was hat alles für Wörter kennt? Insgeheim trainiert Bild nach Science. Wo soll es trainieren? Ja. Im McFit. Ach, McFit, okay. Ja. Wenn da Kinder die Spaß machen, hier im Orange-Fit, da gibt's Spaß. Und Muskeln. Pass mal auf, und wo wir gerade bei dem Thema sind, ihr seht es vielleicht, wenn ihr die Einwiesen noch kennt, hier ist einiges neu gemacht worden. Ja. Und ab sofort, ich muss jetzt mal hier für dich in die Brüche springen, kann man 24 Stunden hier rein. Ja. Hier gibt es so eine Karte wie bei McFit. Das heißt, ihr könnt jederzeit hier trainieren. Das ist komplett neu, weil sonst war immer so, ne, mit ist jemand da, mit Öffnungszeiten, das ist jetzt alles nicht mehr. Auch hier geht der Fortschritt, es geht voran, Leute. Es geht voran. Ja, denn wer nicht mit der Zeit geht, der. Ja. Der geht mit der Zeit. Der geht mit der Zeit, ja. Gibt es irgendein Sonderangebot? Was kostet der Spaß? Ja, also er kostet nicht mehr, deswegen. Das ist schon mal gut. Ja, jetzt. Also ihr kriegt das für 29,95. Sind die mit Sauna oder ohne? Das ist alles drin. Alles drin. Und dann 24 Stunden. Wie ist mit Weihnachten und Feiertage? Das ist immer offen. Ja, okay, das ist da geil. Da ist nur kein Service hier. Ja, aber scheiß auf den Service. Wir wollen ja pumpen, Alter! Ich brauche aber deinen Service jetzt trotzdem hier zum Rausziehen. Also es ist auf jeden Fall ein Angebot. Ich verlinke euch auch noch mal das Orange Fit unten in der Beschreibung. Ne? Hol ich mir! Na komm. Oh. Alter, 3x9, also das ist schon krass. Ich habe noch genug Kalorien, das reicht noch. Bam! Super solide. Ja. Heißt das jetzt eigentlich, dass ich in den Sätzen vorher nicht alles gegeben habe, wenn ich diese Leistung 3x schaffe? Richtig. Richtig. Nach Dorian Yates, nach Adam Riese, nach Dorian Yates zu urteilen oder zu bewerten, ist das oder die richtige Aussage. Arthur Jones, Mike Mensah, Heavy Duty. Ja. Aber ihr habt es ja gesehen, also im ersten Satz hätte ich auf keinen Fall 10 geschafft. Also nach der 9. war der Arsch ab. Das ist halt wirklich so. Also, oder? Jetzt mal ernsthaft. Man könnte ja auch sagen, wir haben zu lange Pause gemacht. So, an wem lag das? Ja. An den Usern, die da gucken. Oder wir nicht User heißen, die Follower heißen. Follower, Abonnenten in dem Fall auch. Follower, Abonnenten, Leute, Ehre. Nennen das YouTuber nicht Abonneten? Abonneten. Also ich glaube, das ist jetzt, also die Spannung ist jetzt hier definitiv auf dem Höhepunkt. 100 Kilo sind auf der Hantelbank. Leute, wie viel Wiederholungen wird der alte Mann jetzt machen? Das fühlt sich ein bisschen diskreditiert an. Auf jeden Fall bis zum Ende. Das ist ich mache sie alle, und zwar bis zum Ende. Also API 10. Alle bis zum Ende. Birk, API 10 und RIA 0. Ja. Keine Wiederholung mehr im Tank wird sein. Ja? Okay. Gut. Wenn du das sagst. Ich tippe auf. Ich muss es nicht verstehen, hier deine 25. Deine Zuschauer müssen nicht verstehen. Ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht verstehen das nur 20% der Leute oder 10. Ach, was? Ja, soll ich ja, aber für die ist es ganz besonders wichtig. Hast du auch alte Zuschauer oder nur junge? Nein, aber ich habe auch normale Leute, die sich nicht so viel mit Bodybuilding und den ganzen Quatsch auskennen. Man muss sich auch nicht verkomplizieren. Ich habe auch normale Leute, sagt er. Ja, die das nicht so kompliziert machen. Die einfach trainieren wollen, weißt du? Das sind die Juden. Das sind die Juden. Wir sind die Guten. Sauber, Alter. Ich sag 25. Oh, nein. Ne, dann 23. Auf keinen Fall. Ne, der macht 20. Eine 100er sehe ich hier schön mit 20 Kilo. Nein, habe ich vorhin nur 15 geschafft. Alter. Du kommst von 140 Kilo, das sind 40 Kilo weniger. Komm, Birki! Ja, es
ist immer noch schwer. Ist leicht jetzt, komm. Puh. Schub. Ja. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 13, mach mal 60, mit Ausruhen, Alter, 17, come on, und 18. Let's go. Bist du behämmert, Alter. Ganz durchdrehen, komm. Alles war alles. Wenn du so viel Polster hast, dass du einfach die 100 Kilo ganz entspannt komplett auf der Hand, Brust ablegst, eigentlich hättest du auch zwischendurch in die Hände klatschen können. So, mach Spaß. Ich finde, das wäre ein richtig geiler Move gewesen. Genau. Leute, so, abbauen. Abbauen. Aber wer nicht abbaut, der baut auch nicht auf. Und ihr gebt dem Daumen jetzt aber mal einen stabilen Video hoch. Wir sehen uns am 30.11. im Fontanehaus in Berlin, Reinickendorf. Zum Wettkampf. Zum Wettkampf. Ostdeutsche Meisterschaft. Gibt es überhaupt noch Karten? Jetzt mal ehrlich. 30.10. gibt es Karten. Und zwei Wochen später ist die Deutsche Meisterschaft. Die ist auch in Reinickendorf. Auch im Fontanehaus, genau. Gibt's auch noch Karten? Könnt ihr kaufen. Orangefit.de. Orange-fit.de. Ist alles gesagt, oder? Hat richtig Spaß gemacht heute. Wir trainieren jetzt natürlich noch weiter, ist auch klar.